Wenn Medien über das Thema Börse berichten, dann berichten sie meistens über die Aktienmärkte. Neue Allzeithochs oder mal ein Abverkauf. Selten kommt es vor, aber das ist meistens das Hauptthema. Aber ich glaube, derzeit spielt die Musik am Anleihenmarkt und spielt bei diesem Anleihenmarkt vor allem die Musik bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Darauf gucken alle, denn dieser Markt spreadet gewissermaßen in andere Segmente herein, in den Devisenmarkt zum Beispiel. Für den Dollar steigen die Renditen bei der 10-jährigen, dann wird normalerweise der Dollar stärker. Aber auch im Aktienbereich hat das durchaus große Konsequenzen und wir wollen uns diesen Anleihebereich mal ein bisschen näher anschauen. Wir sehen, da wird schon getitelt jetzt teilweise das schlechteste Jahr in der Geschichte der Anleihemärkte. Wir sehen, dass die Kursverluste vor allem bei länger laufenden Anleihen doch sehr, sehr erheblich sind. Da werden einige durchaus ins Schwitzen kommen. Das ist teilweise schon ein freier Fall, den wir gesehen haben. Und woran liegt das? Es liegt eben an den Inflationserwartungen, die deutlich nach oben schießen. Wir sehen hier eine sehr, sehr steile Entwicklung eben dieser Inflationserwartungen und die werden derzeit durch die Daten eben auch bestätigt. Wir hatten heute den Philadelphia Fed Index mit wieder mal stark gestiegenen Preisen. Wir hatten die stark steigenden Import- und vor allem Exportpreise aus den USA. Also die Zahlen geben es her und der eigentliche Vergleichsmaßstab, wo dann nominal sehr hohe Zahlen in Sachen Inflation kommen werden, beginnt dann März, April eben, weil vor einem Jahr ja die Preise purzelten, Transportpreise purzelten, Energiepreise purzelten und das wird dann im Vergleich ziemlich heftig aussehen. Dementsprechend werden wir dann wahrscheinlich sehr, sehr viele Schlagzeilen sehen, dass die Inflation geradezu explodiert. Und das Problem ist, und das muss auch die Aktienmärkte interessieren, ich hatte diese Grafik schon öfter gezeigt, ich halte sie für zentral. Warum? Weil wir hier sehen, dass die Inputkosten, also die Kosten, die die Unternehmen selbst haben, deutlich schneller steigen als die Preise, die sie anheben können. Das heißt, hier ist ein gewisses Problem mit der Marge. Man verliert also an Marge, die Profitabilität sinkt. Und das ist normalerweise auch jetzt nicht so ganz toll für die Aktienmärkte, möchte man meinen. Aber vor allem könnte dann eine Spirale in Gang gesetzt werden. Denn wenn die Unternehmen sagen, okay, wir können uns das nicht leisten, dass die Marge immer schmaler wird, dann werden wir die Preise anheben. Dann sagen aber die Arbeitnehmer, wenn die ganzen Sachen teurer werden, dann brauchen wir einen Ausgleich. Dann wollen wir höhere Löhne haben. Höhere Löhne wiederum sind inflationär. Höhere Löhne wiederum bedeuten gestiegene Kosten für die Unternehmen, die man dann wieder weitergeben muss, kann, das ist die große Frage. Also es droht so eine Art Spirale und das ist das, was die Märkte derzeit so ein bisschen beschäftigt. Ja, wird das so weitergehen? Was kommt da? Was wird auf uns zukommen? Deswegen so diese latente Verunsicherung zumindest. Wir sehen heute an der Wall Street bei den Aktienmärkten nachgebende Kurse. Nicht dramatisch, aber es ist doch eben nicht so, dass die Dinge in den Himmel schießen. Schauen wir uns jetzt mal die Entwicklung zum Beispiel der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe an. Und dann sehen wir, Anfang der 80er Jahre lag die bei über 15%. Und seitdem geht es eigentlich nur noch bergab, bergab, bergab. Wir waren im Tief bei 0,5% etwa und sind jetzt eben wieder um und bei 1,3%. Das ist ja noch kein großer Sprung, wenn wir uns diesen Chart mal anschauen. Klarer Abwärtstrend. Aber was passiert, wenn hier dieser Abwärtstrend überwunden wird? Dann könnte es durchaus sein, dass wir bald mal wieder, naja, im Bereich von 5% sind. 5% für eine 10-jährige US-Staatsanleihe. Und das würde bedeuten, there is an alternative für die Aktienmärkte. Gut, soweit sind wir noch nicht, aber es ist eben das Potenzial da, könnte da sein. Wir werden sehen. Wenn wir uns mal anschauen, welche Länder hier vor allem betroffen sind, wer sozusagen seine Verschuldung in Relation zum BIP am meisten angehoben hat, dann ist das überraschenderweise Frankreich. Hier sind vor allem auch Haushalte verschuldet und vor allem die Unternehmen sehr stark verschuldet, der Staat auch. Also hier der größte Anteil der Neuverschuldung der Welt, der passierte in Relation zum BIP in Frankreich. Dann Spanien, Griechenland, UK, Belgien, Zypern, Kanada, Italien, also fast alles europäische Länder, muss man leider sagen. Und die Anleihen Märkte kommen jetzt eben aus drei Gründen eigentlich unter Druck. Der erste Grund ist zunächst mal, dass eben aufgrund dieser stark steigenden Verschuldung die Staaten versuchen, mehr Anleihen zu emittieren, um Gelder eben aufzunehmen, um diese Dinge bezahlen zu können, die man sich hier leisten muss. Das heißt, es gibt ein größeres Angebot an Anleihen. Und dann haben wir eben das Thema auch, dass dieses Angebot ja irgendwelche Käufer finden muss, das ist das eine. Dann haben wir eben diese
Inflationssorgen, die die Renditen jetzt sowieso nach oben treiben, und eben auch die Wachstumserwartungen, die die Renditen nach oben treiben. All das spielt ineinander. Man brauchte dann eben einen gewissen Ausgleich an Risikoprämie, an Rendite, und das könnte das große Thema der nächsten Monate werden. Wenn wir uns mal anschauen, dass jetzt eben der quickest rise in Bond Yields, der schnellste Anstieg der Bond-Renditen in 3 Jahren, da wird hier gesagt, ja, das trifft besonders das Stock Market Darlings, also die Lieblinge der Aktienmärkte, wie hier zum Beispiel Tesla oder ARKK, praktisch Wachstumswerte, wenn man so will, ein ETF hier. Dann sehen wir, dass also das durchaus beginnt auszustrahlen. Wir sehen Schwäche vor allem im Bereich Nasdaq, also bei den Technologiewerten, mit Ausnahme Amazon, aber Apple ist auch unter Druck. Also diese Lieblinge, die vorher nur eine Richtung kannten, die sind derzeit ein bisschen unter Druck. Apropos Tesla, ja, Volkswagen hat jetzt einen Sprung gemacht, der Aktienkurs hat einen Sprung gemacht, weil man überlegt, hier Teile von Volkswagen an die Börse zu bringen, um und bei 25%. Damit könnte man viele Milliarden auslösen, würde sich also Liquidität beschaffen, und das will man dann eben in die Entwicklung der EVs stecken, also der Electronic Vehicles, der Elektromobilität, und da wird sicherlich Volkswagen ein echter Faktor werden, ist es ja jetzt schon, aber die sind so konsequent wie kaum ein anderes Unternehmen eben auf die Elektromobilität umgestiegen. Das könnte also in Relation zu Tesla durchaus interessant werden, zumal Tesla ja nicht gerade günstig ist, während Volkswagen nicht so wirklich teuer ist, wie mir scheint. Und jetzt nochmal zurück zu dieser Inflationsgeschichte. Wir sehen heute neue Allzeithochs bei Lumber. Lumber ist Bauholz, mit dem die Amerikaner ihre Häuser da bauen. Die sind jetzt bereits 30% seit Jahresbeginn gestiegen. Das ist eine Menge Holz für die paar Wochen, die wir hinter uns haben. Jetzt sehen wir unten den Chart für Lumber. Also das geht steil nach oben, und das bedeutet natürlich, Häuser werden teurer. Es wird teurer, ein Haus zu bauen, wiederum auch inflationär. Und wir sehen, dass jetzt die Amerikaner unglaublichen Drang haben, eben jetzt auch Häuser zu bauen. Da nehmen sie teilweise aus anderen Bereichen, auch aus den Aktienmärkten, teilweise Geld raus, um eben dann das in den Hausbau zu investieren. Warum? Weil eben auch die Mortgage Rates noch günstig sind. Die sind gefallen mit, also praktisch die Hypothekenkreditzinsen, die sind gefallen, weil eben auch die Renditen für Staatsanleihen gefallen sind. Diese Mortgage Rates sind sehr eng gekoppelt an die 10-jährige US-Staatsanleihe in den USA. Also hat man sich gedacht, okay, Kredit ist günstig, dann kannst du Haus kaufen, auch wenn das Haus sehr, sehr teuer ist. Das ist das Prinzip, wenn ich zum Mediamarkt oder Saturn gehe und da das Angebot habe, ja, kriegst du Kredit für 0%, dann nehme ich in Kauf, dass der Rechner ein bisschen zu teuer ist. So ein bisschen scheint mir das zu sein, und das wird hier bestätigt durch diesen immensen Anstieg. Wir haben jetzt den höchsten Anstieg der Baugenehmigungen in den USA seit dem Jahr 1983, muss man sich ja auch mal vorstellen. Und wir sehen vor allem, dass die Hauspreise deutlich schneller steigen als die Mieten. Das ist etwas, was auch in Deutschland der Fall ist. Und wir sehen, etwas Ähnliches gab es kurz vor der Finanzkrise, also Immobilienbubble damals, vor allem in den USA. Und dann ist das mit dem Platzen der Immobilienblase, hat sich das wieder eine kurze Zeit parallel entwickelt, gleich auf mit den Mieten. Seitdem geht es aber sehr, sehr steil nach oben mit den Hauspreisen, sehr viel steiler als mit den Mieten. Aber insgesamt macht eben dieser Anstieg der Hauspreise auch die Amerikaner auf dem Papier reicher. Neben dem Anstieg der Aktienmärkte, das ist natürlich auch ein Faktor. Derzeit sind auch die Kreditzinsen noch günstig, und man hat eine gewisse Sparquote, und wir haben natürlich eine Ausweitung der Geldmenge. Also das alles kommt dem Volkseigentum zugute, den Wertstellungen derselben, auf dem Papier zumindest. Die Frage ist, wenn man das realisieren muss, ob das dann weiterhin so klappt. Aber insgesamt sehen wir ja einen massiv gestiegenen Trend hin zu steigenden Commodity Prices, also zu Rohstoffpreisen. Und hier schreibt Julien Bitzel, wenn das also so weitergeht, dann müssten bald bei den Einkaufsmanager-Indizes die Preiskomponente bei über 90 liegen. Das wäre echt der Hammer, das hatten wir nur zweimal, nämlich Mitte des Jahres 2008. Kurz vor Explosion der Immobilienblase in den USA. Wird das so passieren? Eher nicht, so Julien Bitzel. Normalerweise
haben wir jetzt einen Peak erreicht. Möglicherweise ist diese Rohstoffgeschichte jetzt schon ein bisschen überhitzt im kurzen Zeitfenster. Wird aber nach wie vor angefacht eben durch die Dinge, die derzeit in den USA passieren, vor allem Texas. Hier das Desaster, das derzeit der Fall ist. Nach wie vor massive Energieausfälle. Nach wie vor wird 40% weniger Öl produziert in den USA, also beim größten Ölproduzenten der Welt. Hier sehen wir Austin im Schnee, das ist lustig. Und hier sehen wir teilweise kilometerlange Schlangen von Menschen, die vor Supermärkten anstehen. Die Supermärkte wiederum sind leer, weil die teilweise keine Belieferung kriegen. Also das ist ein echtes Desaster, mal wieder ein Ruhmesblatt aus den USA, das wir hier sehen, aber wir sind vielleicht selber nicht davor gefeit, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das etwas, was natürlich derzeit diese Hosse noch ein bisschen anfacht. Und wir haben ein anderes Thema jetzt. Heute geht es um GameStop und die Dinge, die darum entstanden sind. Ich habe heute einen Artikel geschrieben, Wall Street Bets, Anklage gegen Roaring Kitty. Das ist dieser junge Mann da unten, zumindest das ist sein Internetname, wenn man so will. Jetzt ist er angeklagt durch eine Sammelklage, er hätte die Leute in die GameStop-Aktie getrieben, aber ich versuche hier zu argumentieren, dass es sehr wichtig wäre, diesen Mann freizusprechen, denn diese Wall Street Bets-Jungs, die sind eh schon ziemlich wütend über das, was da passiert ist, teilweise zu Unrecht, teilweise zu Recht. Jedenfalls wäre es sehr, sehr wichtig, diesen jungen Mann freizusprechen, denn wenn jemand GameStop bei $450 kauft, ist er selber schuld, auf Deutsch gesagt. Jeder ist verantwortlich für den Preis, den er bezahlt. Jeder ist selbstverantwortlich für seine eigenen Taten und eben nicht andere. Und wir kommen noch zu einem anderen Thema. Jeff Gundlach, der Bond-Guru, das ist wieder die Brücke sozusagen zu den Bonds, zu den Anleihen, hat gesagt, also so wie das aussieht, ist Gold jetzt nicht gerade der Profiteur dieser leicht inflationären Entwicklung, die wir auch bei den Assetpreisen sehen. Bitcoin schon viel eher. Das hat Bitcoin auch noch mal ein bisschen geholfen. Und hier unten sehen wir den Goldchart. Da sind wir jetzt wirklich an einer kritischen Unterstützung, so in dieser Zone 1775 um und bei, die sollte halten, sonst könnte das Ganze eine Etage tiefer gehen. In Sachen Bitcoin ist ja anfangs gestartet und es geht jetzt nicht darum, dass ich negativ über Bitcoin rede, das würde ich ja niemals tun, meine Damen und Herren. Also, habe ich auch noch nie gemacht, by the way. Jedenfalls ist er gestartet eigentlich als Zahlungsmittel, aber es verbraucht 0,5% der gesamten Elektrizität, die verbraucht wird an einem Tag in der Welt, wenn es nur 350.000 Transactions, also Zahlungsvorgänge in Bitcoin geben würde. Das heißt, Bitcoin würde, wenn sozusagen hier die Kreditkartenzahlungen ersetzt werden würden durch Bitcoin-Zahlungen, dann würde das 14-fache des World Electricity verbrauchen. Also das ist faktisch nicht darstellbar. Bitcoin kommt als Zahlungsmittel eigentlich nicht in Frage. Jetzt sagen natürlich die Anhänger, ja, aber es ist ja digitales Gold, okay. Das ist ein anderer Punkt. Es ist eine Art Short auf Fiat-Geld, okay. Aber es ist auf jeden Fall dies ein relevanter Faktor. Und nochmal vielleicht zu den Umwälzungen abschließend, die Corona-Krise bringen wird. Hier hat McKinsey eine Untersuchung gemacht und kommt zu dem Schluss, dass über 100 Millionen Menschen werden sich bald eine neue Arbeit suchen müssen bis zum Jahr 2030 und die absolut meisten davon in China, nämlich über 50 Millionen. Dann kommt Indien, dann die USA, dann Japan und dann Deutschland. Also China wird auch das Land sein, das von dieser Corona-Geschichte offenkundig mit am stärksten betroffen ist. Das soll es erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und ciao.